Bahnmanager-Video. Heute wieder einmal im Gespräch mit Herrn Herbst von der FDP-Bundestagsfraktion, Obmann für Verkehr und Eisenbahn. Und Sie haben uns heute hier die Höhle des Löwen oder soll man sagen, das Heiligtum der Fraktion eingeladen. Ihr Fraktionssaal wurde schön geschmückt für eine sehr interessante Veranstaltung. Erzählen Sie mal, welches Thema haben Sie uns heute hier eben dargestellt? Ja, unser großes Anliegen ist das Thema Planungsbeschleunigung. Wir sehen ja, dass wir bei wichtigen Infrastrukturprojekten viel zu langsam vorankommen. Früher hatten wir immer die Situation, dass in der Regel Baurecht da war, aber kein Geld, deshalb wurde nicht gebaut. Heute ist es umgedreht. Heute haben wir deutlich mehr Geld für Infrastruktur, aber wir haben keine baureifen Projekte. Und dass es schneller gehen kann, zeigen uns zum Teil die Nachbarländer. Wir hatten einen Vertreter auch einer dänischen Firma hier, die den Fehmarnbelt-Tunnel bauen. Und ich glaube, wir müssen uns als Deutschland einfach auf den Weg machen, schneller zu werden bei unserer Infrastruktur. Ja, Sie hatten sehr interessante Gäste eingeladen. Ich muss sagen, ich habe auch den Eindruck, durch die Fragen vom Publikum her, wo ja auch noch weitere Verbandsvertreter oder Vertreterinnen da waren, dass Sie da einen neuralgischen Punkt für die Entwicklung Deutschlands jetzt aufgreifen. Diese fehlende Beschleunigung oder Hemmung von wichtigen Infrastrukturmaßnahmen, das ist ja wirklich momentan eine äußerst lästige, schwierige Sache. Ja, das ist auch am Ende natürlich eine Frage, wo viele in der Bevölkerung fragen, wie kann das sein? Es gibt Grundsatzbeschlüsse, der Bundestag beschließt beispielsweise im Bundesverkehrswegeplan Projekte und dann wartet man auf eine große Ortsumfahrung oder auf eine Verlängerung einer Autobahn 30, 40 Jahre. Es ist nicht nur was, sage ich mal, jetzt eine Planungsfrage ist, sondern das ist auch was auch in die Grundfesten der Demokratie geht. Wenn einmal die Mehrheit oder ein Parlament entschieden hat, dass etwas gebaut wird, dann erwartet man auch, dass das passiert. Und natürlich gibt es eine Interessenabwägung, müssen Umweltaspekte berücksichtigt werden. Wir wollen keine chinesischen Verhältnisse, aber es kann auch nicht sein, dass man 10, 15 Jahre auf den Neubau eines Radweges wartet. Das ist in der heutigen Zeit einfach nicht mehr vorstellbar. Ja, ich meine, als Laie würde ich ja sagen, wenn irgendwann mal beschlossen wurde, dass das alles Baurecht so ist, dann muss es doch auch möglich sein, das mal wieder zurückzunehmen und zu sagen, nein, jetzt machen wir die Überholspur. Woran hakt denn das? Naja, es ist schon nicht ganz so trivial, muss man dazu sagen, weil wir haben natürlich ein europäisches Umweltrecht, wir haben auch in Deutschland eingeschliffene Verfahren, wir haben halt auch über Aspekte des Verwaltungshandelns diskutiert, nutzt man Ermessensspielräume aus, bekommt man auch als Behördenmitarbeiter die Rückendeckung seines Chefs, wenn man eben nicht immer auf Nummer 120% sicher geht, sondern das, was möglich ist, auch ausnutzt. Und das ist auch an vielen Stellen nicht da. Deshalb gibt es eine Menge Stellräder, wo man ansetzen muss, von der früheren Bürgerbeteiligung über Stichtagsregelung auch, was die Argumente von Umweltverbänden betrifft, bis hin zu auch besserer personeller Ausstattung von Behörden. Ja, aber es sollte auch möglich sein, wenn ich jetzt etwas ersetze oder wenn ich eine Brücke restauriere, an derselben Stelle soll die noch stehen bleiben. Warum soll ich denn da so planen, als ob ich jetzt 10 Jahre alles neu mache? Die steht doch schon da. Das ist ja nicht ganz logisch. Sie finden das auch nicht logisch, ne? Ich finde das überhaupt nicht logisch. Sie hat Bestandsschutz, so wie sie da steht, wenn wir sie anpacken. Und meist wird ja heute etwas anders gebaut als vor 40, 50 oder noch mehr Jahren. Man hat plötzlich einen Umwelteingriff, dann sind wir eben genau in der Planfeststellung drin. Wir schlagen vor, dass man nur noch eine Differenzbetrachtung macht und nicht das ganze Projekt betrachtet, als würde vorher gar nichts stehen und macht einen Neubau. Weil das impliziert ja ganz andere Untersuchungen in der Tiefe, als wenn man nur eine Verbreiterung oder vielleicht eine Begradigung macht oder eine Spur dran baut. Und ich finde, wir sollten dann nur die Differenz betrachten und nicht das komplette Projekt erst neu. Ja, bei den Fahrzeugen, beim EBA dürfen wir das ja schon, wenn ich eine Modernisierung mache, ja, dann wird der neue Motor vielleicht geprüft, den man da einbaut, dass der richtige ist, aber doch nicht alles nochmal neu, die Räder bleiben dieselben, müsste doch im Bauwesen eigentlich genauso sein. Ne? Ja, das sollte das Ziel sein, momentan ist es rechtlich eben so noch nicht, aber wir setzen uns sehr dafür ein, beispielsweise bei einem Ausbau einer Autobahn, wenn eine Spur an einem gewissen Abschnitt drankommt, dass man genau schaut, was ist die Umwelt Auswirken dieser einen Spur, die dran gebaut wird, aber nicht mehr guckt, was ist die gesamte Umweltauswirkung der Autobahn. Ja, die kennen wir ja schon. Die kennen wir, weil es die Autobahn gibt schon oder auch die Eisenbahnstrecke gibt es. Also wir müssen hier abschichten und klar, bei einem Neubauprojekt muss man auch eine Umweltauswirkung anders sich betrachten, als wenn es um eine Erweiterung geht. Aber in Summe müssen wir einfach schneller werden. Und dieses diesen 6-Probe-Verfahren, die jetzt mal mit Parlamentsbeschluss laufen sollen, 2 davon sind ja Bahnspezifisch.
spezifisch, so Marschbahnzuführung da. Haben Sie denn den Eindruck, dass das in der Form, wie das jetzt wohl dann stattfindet, tatsächlich ein, zwei Jährchen dann schneller geht? Weil leider man da auch nicht bisher feststellen kann, dass das dann jetzt in einem Jahr fertig ist. Das wird trotzdem noch relativ lange dauern. Ne? Ja, also wir sind da auch skeptisch. Grundsätzlich finde ich es richtig, dass es man für Infrastrukturmaßnahmen auch eine politische Entscheidung herbeiführt. Ich bin da aber eher bei dem dänischen Modell, wo man schon über das einzelne Projekt dann sehr im Detail entscheidet, zumindest bei national bedeutsamen Projekten, nicht bei jeder Ortsumgehung. Ja. Und das ist leider jetzt noch so noch nicht vorgesehen. Es ist ein Austesten, wir sicher ein Schritt in die richtige Richtung, aber aus unserer Sicht müsste das noch weitergehen. Ja, ich hoffe dann, dass Sie auch weiterhin bohren können. Jedenfalls diese Veranstaltung, glaube ich, war sehr gelungen. Wir danken Ihnen dafür. Danke auch.